Hallo Margarete. Hallo Wolfgang. Machen wir heute wieder einen Rundgang? Ja, machen wir einen Rundgang. Haben wir die Birgit mit dabei? Ja, hallo, ich bin die Birgit aus dem Tal und ich habe heute zufällig die Margarete getroffen und den Wolfgang kennengelernt. Ja, wir haben ausgemacht, wir müssen heute mal Samstagnachmittag, einer der ersten schönen Apriltage, schauen wir mal, was los ist am Viktualienmarkt. Ja, und welche Probleme die Leute hier haben. Ja. Vor allem auch die Markthändler, die ja auf dem Markt angewiesen sind und auch ihr Geld verdienen müssen. Wir hatten vor 2 Wochen die Bürgerversammlung und haben auch festgestellt, dass einfach das Müllproblem seit 2 Jahren zugenommen hat. Wir Anwohner bezahlen das Doppelte an Müllgebühren. Müllaufkommen hat sich verdoppelt seit Covid aufgrund der großen konsumfreien Flächen. Jeder ist hier gerne am Viktualienmarkt. Das ist auch echt schön, wenn so viele Leute gerne hierher kommen. Ja, es wurden ja auch neue Sitzmöbel angeschafft. Es ist Geschmackssache, mir gefallen sie und die werden auch sehr gut angenommen. Das heißt aber auch, dass jede Menge Leute jetzt auf dem Viktualienmarkt ihre Brotzeit machen und die Wege zu den Händlern teilweise auch versperrt sind. Mhm. Und das hören wir uns jetzt mal von den Marktleuten an und vielleicht gibt es ja da eine Problemlösung. Ja, genau. Und vielleicht haben wir auch noch die Chance, dass wir so mit ein paar jungen Leuten reden können, die ja, uns vielleicht erzählen, was Sie hier lieben am Viktualienmarkt. Ja, es wäre so schön mal zu hören, wie es den jungen Besuchern hier geht und welche Probleme die sehen. Also wir hören uns beides an und freuen uns schon auf die Gespräche. Auf geht's, Margarete. Auf geht's. Ja, super. Danke. Dann her. Giesing. Aus Giesing? Obergiesing, ja. Und wie kommt man als Giesinger zum Viktualienmarkt? Mit dem Radl. Mit dem Radl? Ja. Ja, auch? Alle mit dem Radl? Ja. Ja, mega. Und was trinkt ihr da Leckeres? Ein Roséwein, den wir vorher gekauft haben. Du hast ihn gekauft. Ja. Ja, und die Gläser haben wir uns auch gekauft hier. Cool. Und die bringt ihr wieder zurück, oder? Die so gekauft sind, das sind jetzt unsere. Ja. Den gekauft, dann genau. Die wieder mit heim. Ja. Genau. Kommen wir wieder das nächste Mal mit unseren Gläsern hier vorbei. Cool. Und bei welchem Stand habt ihr es gekauft? Die Gläser? Ja, also nee, den Wein. Die Gläser haben wir in irgendeinem Geschäft gekauft und den Wein haben wir hier am Markt gekauft. Da drüben ist so ein Weinstand. Die verkaufen jetzt auch kühl und das ist fantastisch. Genau. Also ihr liebt den Viktualienmarkt und euch einfach hier mit der Aufenthaltsqualität mitten in der Stadt, im Herzen der Stadt aufzuhalten. Ja? Ja? Was mögt ihr denn hier? Die Gurke. Die saure Gurke? Wir haben wirklich jetzt ungefähr schon 15 Leute gesehen, die diese Gurke haben. Und wir haben jetzt gerade ungefähr auch 10 Minuten darüber geredet, dass wir uns jetzt diese Gurke holen müssen. Das ist richtig spannend. Sollen wir euch den mal vorstellen von der sauren Gurke? Ja, sehr gerne. Ja. Dann gehen wir da mal hin. Ja. Und dann stellen wir euch den von der sauren Gurke vor. Und auch den Marktsprecher. Der Marco Bucher, der hat hier ein Obstgeschäft. Ja. Der ist jetzt vom Markt, der Viktualienmarktsprecher. Und ich glaube, es ist auch ganz cool, wenn man die Leute hier mal kennenlernt, oder? Ja, natürlich. Ja, gut, dann gehen wir da mal hin. München ist doch eine Familie. Ja, und ein kleines Dorf. Ja. Ja, cool. Das ist übrigens Wolfgang, das ist Birgit. Hallo Wolfgang. Dann gehen wir mal zur Gurke. Ja. Okay. Ja. Grüß dich, ich bin der Serkan. Hallo, die Birgit. Hallo. Hi, ich bin die Birgit. Hallo. Ah, da ist er doch. Da ist er da. Und das ist der Sackern und er verkauft die sauren Gurken. Genau. Also, das ist ja unser Chef. Hallo. Junge Dame, wollen dich. Hassan, gell? Ja. Ja, ich bin Margarete. Ja? Hi. Ich kann im Leben stehen. Ja. Ich kann es unterstützen, aber reden tut er gerne. Okay. Ja. Okay, also, du bist der Chef hier. Er ist der Chef. Ja. Okay, aber ihr verkauft hier saure Gurken. Also, ich bin der Betriebsleiter, sag mal so. Komm mir mal näher. Also, du bist. Serkan. Hassan. 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 Hi. Hi, bei dir kann man saure Gurken kaufen. Bei uns kannst du immer saure Gurken kaufen. Ja. Die jungen Leute, die fanden das so cool. Jetzt haben sie gesagt, sie wollen mal saure Gurken bei dir. Gerne, wir probieren es alle. Ja, sehr gerne. Also, nicht nur saure Gurken. Ich hab's ehrlicherweise. Knoblauch. Wir haben Knoblauch Pfeffer, wir haben Kurkuma Knoblauch, wir haben Salzgurken, Senfgurken. Probieren wir alle durch. Was ist deine Lieblingssorte? Ja. Klassisch süß-saure. Klassisch. Ja. Du, und bei dir kommen, Lisa hat es vorher gesagt, sie hat es noch nie gesehen, die Leute kriegen in so einem
Ding Papier kriegen die Gurke und beißen rein. Genau, so wie du siehst, das ganze Markt ist gerade Gurken. Genau so. Der ganze Markt ist voll, alle essen diese Gurke. Wir probieren es jetzt gleich. Ja, aber das Coole daran ist, ihr habt den Chef dabei, ihr müsst euch nicht einstellen. Wir gehen von der Seite, holen wir uns die Gurken. Danke. Das macht ja unsere. Wie viel kostet denn eine Gurke? 70 Cent. Und 70 Cent. 50 Cent. Mhm. 50 und 70 Cent. Genau. Ich habe 2 Euro. Alles gut. Das machen wir jetzt gleich. Heute muss uns nicht zahlen. Heute zahlt der Chef persönlich. Auf seine Kosten. Wir ziehen von ihm ab. Jetzt über die Frage. Okay. Er gibt uns die Gurken aus und wir essen alle miteinander Gurken. Okay. Also, weil dieser Gurke dann. Okay. Also, ihr merkt euch aus. Den Namen, gell? Das ist der Sacker genau. Und das ist der Hassan. Genau. Ja, alles gut. Und da haben wir noch den Marco. Hallo. Der Marco ist unser Marktsprecher. Ja. Der ist auch stolz auf unsere Gurken. Und wie? Die retten mich nach jedem Faschingsdienstag, denn Gurken sind sehr, haben viel, wie nennt man das? Elektrolyte. Also wenn ihr einen richtigen Rausch habt, müsst ihr saure Gurken essen. Kein Spaß. Jetzt hat er gut, als hat er uns gelobt, kriegt auch einen Gurke. Alles gut. Kriegt auch einen Gurke. Ja, wir haben spontan gemacht. Heute ist der erste schöne Tag. Nach den 2 Wochen. Also jetzt müsst ihr mal probieren, oder? Ja. Tschüss. Wer hat denn jetzt was? Ich habe die Chili-Gurke. Ich bin sehr gespannt. In die vorgesehenen Mülleimer. Exzellent. Danke, dass ihr da mitgemacht habt. Und es ist so schön, dass ihr da seid. Und vielleicht könnt ihr auch euren Kollegen erzählen, dass es hier echt wunderbare Stände gibt. Der Marco zum Beispiel, was hast du? Wir machen Obst, Gemüse, Südfrüchte, also draußen am Eck. Also die klassischen Obstsachen. Genau. Sehr schön. Cool. Es gibt aber auch 100 andere wirklich schöne Obststände. Zum Beispiel hier drüben der Tretter. Oder auch ganz toll hier der Markus, der ist sehr stark, was Gemüse angeht. Wir bauen Obst vom Bodensee, mein Onkel baut es selber an, also Erdbeeren. Aber es gibt viele tolle Sachen, es gibt tollen Käse. Und wir wollen halt, dass die Leute auch herkommen können und nicht ihren Alkohol mitbringen müssen oder wild trinken, sondern dass man einfach irgendwo hin kann und sein Alkohol da trinken kann. Habt ihr euren Alkohol jetzt mitgebracht? Oder? Ich habe hier gekauft. Eine Flasche Wein hier gekauft, die Gläser gekauft. Versteht ihr, das ist genau das Problem. Ihr kauft eine Flasche, kauft ein Glas. Und dann verläuft sich das irgendwie am Markt. Und die Idee wäre halt, dass man das irgendwie so hinkriegt, dass die Leute dann... Aber hier gekauft. Ja, das ist also in Ordnung. Schon hier Viktualienmarkt. Ja, das ist in Ordnung. Nochmal, hier gekauft. Ja, den haben wir hier gekauft, den Wein, am Viktualienmarkt. Und das Glas in der Umgebung. Perfekt. Und man muss auch sagen, also fing an, dass wir uns einen Kaffee geholt haben, dann haben wir uns beim Bäcker ein Croissant geholt und dann haben wir uns eine Flasche Wein. Also wir versuchen schon den ganzen Tag so ein bisschen hier zu verbringen. So. Und am Ende nimmt man noch was mit nach Hause, was man dann für die nächsten Tage braucht. Naja, das hört sich ja an, als wäre die Antwort gekauft. Ja, sonst. Nee, super. Nee, viel Spaß, gell? Danke, schön, dass wir uns getroffen haben. Ciao. Was ist das, was ihr jetzt, Tamar April, den ganzen Sommer, was begleitet euch jetzt am Viktualienmarkt? Also wir haben natürlich vielfältige Themen. Das alles überlagernde Thema ist natürlich der Umbau, wobei man das Gefühl hat, dass das eigentlich mittlerweile Fahrt aufnimmt, recht gut organisiert zu sein scheint. Also da muss ich ein Kompliment an die Hallen machen. Aber man muss natürlich sehen, dass das alles Themen sind, die sich nicht nächstes Jahr abspielen, sondern die werden in, ich sag mal, 2 Jahren losgehen und werden sich sehr lange hinziehen. Also genau, mein Gefühl ist, die Komplettsanierung wird so zwischen 10 und 20 Jahre dauern. Also das ist so, aber man muss es sagen, es wird wahrscheinlich so laufen, dass der allgemeine Marktbetrieb nicht wahnsinnig gestört wird. Es wird wahrscheinlich sehr gut umgesetzt werden, vermute ich. Also und ich muss auch sagen, wir sind da im Gespräch und ich denke, man kann viele Ängste nehmen, aber man muss natürlich aufmerksam sein und im Notfall schon mal zubeißen können. Ja, und dahinter bleiben. Das ist ganz klar. Aber da stehen jetzt auch einige Treffen an, Einzeltreffen und Gruppentreffen und so. Also das ist schon, wird begleitet. Wir haben ein Thema mit Mehrwegverpackungen. Also das heißt, wir würden eigentlich gern mehr weg vom Plastik und von diesen Geschichten. Das ist gerade so im Beginn, dass man darüber redet, wie man es machen kann, weil nicht jeder kann auf alles immer verzichten. Also da gibt es ja verschiedene Systeme. Wir haben ein Thema mit Alkohol.
Also die Leute, der Markt transformiert sich ganz leicht und wir möchten diese Transformation mitgestalten und nicht komplett verhindern, weil wir auch glauben, dass es nicht geht. Es ist ein Versorgermarkt, der sich aber so ein bisschen dahin entwickelt, dass man auch hier verweilen kann, mal einen Kaffee oder einen Sekt trinken kann. Diese Geschichten sind zurzeit deswegen ein bisschen akut, weil Leute von außen sich viel mit reinnehmen oder einzelne Flaschen kaufen, Müll zurücklassen. Also es ist ein komplexes Thema, das vielleicht auch problematisch werden könnte. Deswegen sind wir da dran, Ideen zu entwickeln. Zusammen mit euch. Und zwar vor allem, weil wir ja das Problem im Müll haben. Das ja, wir ja auch. Genau, das ist dasselbe Problem. Und aber das greift ja alles ineinander. Mehrwegsysteme, Leute sensibilisieren, Leute Sachen anbieten, aber vielleicht auch mal was verbieten. Interessante Konzepte, so wie mit deinem Briefkasten, da sind wir ja voll dabei. Ja, das machen wir noch. Das ist unsere Geheimaktion, die kommt bald. Habe ich was verraten, okay. Ah, nee, also ich habe es schon gehört, ich finde das total witzig. Also muss ich auch zu dir sagen, Margarete, du machst das, ziehst das durch. Nee, also finde ich cool. Solche Sachen muss man machen. Das ist einfach, man darf nicht nur verbieten oder ausschließen oder sonst was. Wir müssen uns einfach offen zeigen. Aber die Leute, die bei uns am Markt sind, müssen halt auch gucken, dass sie sich entsprechend benehmen. Also es geht halt nicht da flaschenweise rumstehen lassen oder Plastikmüll und Zeug. Da muss man... Eigenen Nudelsalat. Zum Beispiel, genau. Und genau. Ja, also was für uns natürlich im Tal wichtig ist, ich habe jetzt heute mit einem von der Straßenreinigung auch gesprochen und er sagt mir, dass seit der Covid-Zeit, seitdem wir so viele konsumfreie Flächen haben, dass sich der Müll einfach verdoppelt hat. Wir Anwohner bezahlen diesen doppelten Müll. Das heißt, für uns ist es natürlich auch nicht fein, wenn überall Sonntag in der Früh vor allem die ganzen Plastikbecher, die ganzen To-Go-Sachen rumliegen. Wir wollen natürlich auch nicht überall nur Flächen, wo man einfach gar nicht sitzen kann, sondern auch einfach mal für Leute, die weniger Geld haben, dass die vielleicht auch mal sagen, ich kaufe mir hier einen Saft und setze mich dann hin. Das ist auch super gut. Ja. Aber vielleicht braucht man auch ein bisschen mehr Toiletten. Es ist jetzt keine schöne Sache, wenn wir drüber reden. Absolut. Bei uns pieseln die Leute vor die Tür, bei uns übergeben sie sich, sie koten vor die Tür. Absolut. Das ist einfach in der letzten Zeit, habt ihr auch festgestellt, oder? Dass es einfach mehr geworden ist. Ja, und es ist ja auch so, es gibt ja im Prinzip bis vor kurzem nur eine einzige Toilette. Wir sind jeden Tag damit beschäftigt, Leute zu erklären, wo die ist. Die Markthallen haben auch reagiert in ihren Möglichkeiten, sage ich mal, und haben jetzt ein Toilettenhäuschen an die andere Seite gestellt. Es wird ja im Umbau auch viel unterkellert und Toiletten gemacht. Also da ist schon was in Bewegung, aber die Frage ist halt, was kann man jetzt tun? Und bessere Beschilderung? Bessere Beschilderung könnte sein, genau. Ja. Oder auch zum Beispiel so Themen wie Müllvermeidung. Unbedingt. Was zum Beispiel jetzt auch Sache ist, der Viktualienmarkt ist ja Markthallengelände. Das heißt, unser Ansprechpartner ist die Markthalle. Die hat zum Beispiel angeboten und auch schon getan, mehr Mülleimer aufzustellen. Bei euch ist das wahrscheinlich anders. Also ihr habt wahrscheinlich andere, ihr müsst mit anderen Leuten reden. Aber ich glaube, abgesehen von mehr Müllhäuschen, abgesehen von mehr Toilettenhäuschen, müssen wir einfach auch was tun um Müllvermeidung. Also wenn jeder seinen Müll, den er halt hat, irgendwo hinschmeißt, wo man es kann oder vielleicht mit nach Hause nimmt oder vielleicht erst gar nicht herbringt, wäre auch schon viel gewonnen, wenn jeder 20% spart. Und ich meine, das ist ein aktuelles Thema. Also ich meine, Und ihr seid ja auch so ein Markt, wo man sagt, hier kriegt man einfach sogar offene Produkte, ohne dass sie eingepackt sind. Das passt ja total zu eurem Konzept, dass man sagt, bring deinen Stoffbeutel mit und dann kriegst du noch ein Glasl. Da kannst du dann hier noch was trinken und den Nudelsalat kannst du hier auch kaufen, anstatt dass du ihn von daheim mitbringst. Und wir haben auch zum Beispiel Rebeutel. Das ist vom Konzept von einer Bekannten von mir. Die benutzt Gardinen, die also quasi weggeworfen wurden, was ich total gut finde, weil da ist zwar schon Polyester drin oder Elastan, aber die wurden ja schon produziert. Das heißt, es wird kein neues Elastan, wie zum Beispiel bei einem Lebensmittel-Discounter, die das verkaufen. Solche Beutel bieten wir auch an, kann man kaufen. Hast du einen da? Ja, irgendwo da hinten. Das Problem ist genau das. Man muss die Leute zu diesem Beutel halt überzeugen und überreden. Und das muss man mehr forcieren. Gut, wir machen ein Konzept. Genau. Du, Marco, ich glaube, hier stehen wir auch noch an der Kustermann. Ja. Passage an der Kustermannstraße, das ist ja auch noch so ein Thema für euch und für uns vor allem, weil auf der einen Seite natürlich die ganzen Radls da durchdonnern, wegen einem Radlentscheid wollen, die auch eine Straße haben, was ganz, ganz wichtig ist. Ja. Auf der anderen Seite
Ja, gehen auch Fußgänger durch. Taxis dürfen mittlerweile nicht mehr. Ein E-Scooter darf auch nicht. Und am Ende, was uns immer ausgemacht hat, ist, dass man einfach aufeinander schaut. Ja. Und dass man einfach miteinander schaut, dass man ja einfach so eine Straße als Begegnungszone hat. Aber wie erlebt ihr das? Weil wir haben ja jetzt schon riesen Diskussionen über die Straße. Also das Problem bei der Straße ist halt, wir haben ja jetzt eine Situation, wo es halbwegs geht. Also jetzt kann sich ein Radlfahrer oder hier der E-Scooter, kann natürlich jetzt koexistieren. Wir haben aber manchmal schon das Thema, dass natürlich nur Fußgänger da sind. Also als Radlfahrer würde ich mich zum Beispiel gar nicht wohlfühlen. Ich würde mich wahrscheinlich selbst dazu entscheiden, abzusteigen und zu schieben. Ob man sowas gesetzlich verankern muss, bin immer kein Freund von Verboten. Aber es ist schon so, an manchen Tagen ist die Straße echt leer und an manchen ist sie wahnsinnig voll. Also brauchen wir. Wie steht ihr denn dazu? Also wir sagen, es wäre klug, wenn wir einfach an den großen Hauptstraßen runter, wenn man da einfach vielleicht Zebrastreifen machen würde. Mhm. Weil dann würde man auch die Geschwindigkeit runterdimmen und würde sehen, okay, da sind auch nochmal Fußgänger da. Und dann würde man denen dann Vorrang einräumen. Also da runter vom alten Peter zum Beispiel. Ja, ist auch eine Idee von der Elke. Muss ich mir mal überlegen, weil. Ja. Klar, wenn natürlich die Radlfahrer durchfahren, wenn die brettern würden und es sind wenig Fußgänger unterwegs, ist cool. Ich mache mir eher die Sorge, wie kriegen die Radfahrer eine Passage, wenn alles voll ist mit Fußgängern. Ja, ja. Das ist das Hauptproblem, ja, glaube ich. Also genau. Ja, aber da finden wir bestimmt eine Möglichkeit, wie wir da die Leute. Wichtig ist halt, dass alle ihren Ding haben und dass jeder miteinander leben kann. Du, vielen, vielen Dank. Ich habe schon gesehen, ihr habt so ganz, ganz spezielle Zitronen, so ganz große. Zeig mir die mal. Ja, was ist denn das? Zeig mal, was ist denn das für das was Spezielles? Eine Cetri-Zitrone, die hat eine relativ dicke Haut. Mhm. Also der Kern ist eigentlich ziemlich klein. Und die Italiener schneiden das zum Beispiel ganz fein auf und essen es mit Öl, so pur. Hat auch wegen ihrer ätherischen Öle, die ja in der Haut, in der Schale drin stecken, eignen die sich halt auch toll zum Verarbeiten, zum Beispiel für Limoncello. Spargel? Spargel, ja. Nee, also Spargel nimmst du ja eigentlich eher weniger her, aber du kannst natürlich, also du kannst die in Scheiben schneiden und einfach mit Öl und mit Essig anmachen. Wow. Genau. Interessant. Ganz was Spezielles. Ja, und vor allem ist es so, solche Dinge schauen sich die Leute an, weil das sieht man natürlich nicht an jeder Ecke. Und das zieht die Leute an, erzeugt Interesse und dann kommst du ins Gespräch. Super. Ja. Du, vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Ihr habt wunderbare Produkte vom Bodensee. Mein Onkel ist Landwirt am Bodensee. Wir haben zum Beispiel einen Apfel, den gibt es nur bei uns, aber der kommt erst wieder im Oktober. Also dafür werden wir sehr geschätzt. Genau. Du, ich danke dir. Wir arbeiten weiter zusammen und Viktualienmarkt und Tal gehört einfach zusammen. Es ist der Viktualienmarkt ist eine Institution, für die uns wahrscheinlich ganz Deutschland beneidet. Andere wären froh, wenn sie so einen Markt hätten. Wir müssen schauen, dass wir diesen Markt so erhalten und in eine Zukunft überführen, wo jeder glücklich ist. Und das schaffen wir auch. Super, danke schön, Marco. Bis bald. Gell? Margarete, vielen Dank. Bis bald. Ciao, ciao. Ja, genau. Ja? Happy?